Hi ho, meine Freunde, willkommen hier zum Champions League-Spiel. Ja, wir haben wieder Bayern 04 Leverkusen da. Das ist jetzt die dritte Partie oder sogar die vierte gegen den Verein. Bayern 04 Leverkusen, die hatten wir ja schon zweimal in der Bundesliga. Jetzt werden wir sie auch noch zweimal in der Champions League haben. Meisterschaftsrennen haben wir gegen sie gewonnen. Jetzt wird es in der Champions League ernst. Sie haben sich gegen den BVB durchgesetzt. Und hier geht es ums Finale. Also eine deutsche Mannschaft werden wir mit Sicherheit im Champions League Finale haben. Und um ehrlich zu sein, traue ich den Leverkusenern keinen Champions League Sieg zu. Sollten sie gegen uns hier weiterkommen, glaube ich, ist das dann die letzte Station. Wir mussten ein bisschen rotieren. Wir hatten ja noch Bundesliga, die haben wir simuliert. Das war gegen Wolfsburg. Ein 2:2 haben wir da geholt. Also kann man auch mit zufrieden sein. Schon okay. Die Saison ist eh gegessen. Von daher passt das schon. Schön gemacht von Sanchez. Ah, bisschen eigennützig. Freistoß von oder Foul von den Leverkusenern. Schöner Ball, ein bisschen zu nah oder zu weit weg vom Tor, eher gesagt. Der ist gut, der ist sehr gut. Oh, Lewandowski, da ein Pech. Hätte schon 1-0 stehen können. Sanchez. Lahm. Thomas Müller. Macht nichts draus. Julian Brandt. Heute von Anfang an dabei. Im Bundesligaspiel wurde er erst eingewechselt. Na, geht gut hin und her hier, diese Partie. Oh, das war dumm. Aber zum Glück ist da noch ein Jerome Boateng da hinten. Gute halbe Stunde jetzt gleich rum. Und das Spiel ist relativ relativ schleppend gerade. Das ist ein Abseits. Ist es Abseits? Kein Abseits von Coman und da ist das 1-0. Kingsley Coman, unglaublich gefährlich auf der linken Seite. Da hat sich dann, wer war das? Hector, ja, da hat sich doch schwerer verletzt, als es erst aussah. Und da bringen wir dann, Kimmich rein. Und Lahm dann auf die linke Seite. So. Schade für Hector, der sich schon wieder verletzt. Er hat sich ja erst Anfang der Saison verletzt, fiel 3-4 Monate aus und fehlt jetzt schon wieder höchstwahrscheinlich für ein paar Wochen. Robert Lewandowski, Dragovic, gute Grätsche. Wendel.
Oh, was für ein Fehler. Von Jerome Boateng, so ein Fehler. Aber Smalling denkt mit. Ach, verdammt. Ribéry's Wert ging sogar jetzt noch weiter runter auf 84. In einer Saison 2 Punkte runter, ey, das ist schon hart. Dafür, dass er Stamm spielt vor allem. Also er ist wirklich eine Stammkraft. Er spielt ja die meisten Spiele auf der linken Seite. Hat sich jetzt aber weiter verschlechtert. Und das, jetzt ist er gleich auf mit Kingsley Coman. Und jetzt wird Coman höchstwahrscheinlich in der nächsten Saison dann spätestens diesen Platz einnehmen. Weil er auch einfach klasse Leistungen zeigt jedes Mal. Immer öfter torgefährlicher wird. Und das finde ich richtig gut an ihm. Und das war schlecht gemacht von Costa. Sehr schlecht gemacht von Costa. Aber Coman auch defensiv aktiv. Denkt damit. Und erobert den Ball. Der Typ ist einfach richtig gut. Von Frankfurt, sage ich schon. Von Leverkusen kam noch gar nichts auf unser Tor. Also Jan Sommer relativ arbeitslos heute. Aber jetzt bringen wir mal ein bisschen mehr Action da vorne rein mit Jovinko. Und sollen wir Jovic auch noch bringen? Ja, komm, wir bringen Jovic. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Jetzt können die zwei mal da vorne wirbeln. Lewandowski und Müller waren in der ersten Halbzeit jetzt nicht so präsent, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Coman, Ballverlust. Jovinko nimmt Kingsley Coman mit. Auf den kleinen Jovinko, aber Bernd Leno ist zur Stelle. Costa, klasse Einsatz. Ja, Jovinko ist so ein kleiner Giftzwerg. Der klebt einem an der Wade fest. Der beißt sich da fest, förmlich, bis er den Ball hat. Bellarabi. Kein Foul. Jovinko. Jovinko nimmt Douglas Costa mit. Douglas Costa. Macht das hier stark. Und dann. Aus. Na, Bellarabi hat sich verletzt, aber er ist, glaube ich, auf dem Feld. Jetzt mal. Ah, wieder verrannt. Also ein 2-0 wäre natürlich besser für die Auswärtstorregelung. So langsam sind wir auch im Spiel drin, haben immer mehr Chancen, können unser Spiel so langsam aber sicher aufziehen. Xabi Alonso geht vorbei. Jovinko wird da mitgenommen. Sanchez kriegt den Ball und verwandelt ihn. Jovinko hat da das Auge. Und Sanchez ist der Mann, der da genau richtig anläuft und sein erstes Champions League-Tor erzielt.
2-0. So wichtig, dass wir hier zwei Auswärtstore schießen. Gegen ZSKA hatten wir sogar 3 auf dem Konto. Luka Jovic. Ja, renn du nur weiter, Jovinko. Luka Jovic hört gar nicht mehr auf zu laufen. Boah, ey, Alter. Was für eine Grätsche. Der fliegt aber ordentlich. So, jetzt ein bisschen nach vorne. Ach, da Costa verzieht aber völlig, es gibt Eckball. Nächste Ecke. Boateng komplett frei. Muss nicht mal hochspringen und macht das Ding einfach rein. Boateng, genau der Richtige für diese Position im Strafraum. Da macht er richtig gute Arbeit. Bellarabi. Philipp Lahm macht das auf links richtig gut, wird aber auch kaum gefordert. Generell wird die Abwehr von uns kaum gefordert, weil das meiste schon im Mittelfeld abgefangen wird. Dann bilden sich wieder so Kontermöglichkeiten. 3-0. Auswärts vor allem, das ist ein klares Ergebnis. Oh, Sommer ist zur Stelle. Xabi Alonso, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ah, ein bisschen zu weit. So, und direkt der nächste Angriff. Memedi. Koman mit dem Ballgewinn. Schnell nach vorne gespielt, da ist Douglas Costa. Douglas Costa, Elfmeter. Notbremse von Dragovic bringt uns einen Strafstoß. Ach, soll's eben direkt mal Jovinko machen. Jovinko, 4-0. Und ich würde sagen, wir stehen im Champions League Finale. Was für eine Demonstration. Bayer 04 Leverkusen komplett auseinandergefallen, vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten halben, dreiviertel Stunde hatten wir ja nicht wirklich großartig was zu melden. Kaum Chancen, zwar mit einem Tor geführt, aber irgendwie ging nicht wirklich was. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Wir gewinnen mit 4-0 und ich sag euch jetzt schon, wir sind im Finale der Champions League. Bis dann und tschüss.